In den letzten beiden Videos haben wir uns schon mit den Themen Saatgut, LED-Pflanzenlampen und Anzuchterde beschäftigt. Und ja, heute geht es dann endlich los mit den ersten Aussaaten. Und zwar Erdbeeren, Physalis, Chilis und Erdnüsse. Viel Spaß dabei und los geht's. Ja, schauen wir uns erstmal Folgendes an. Wir haben mittlerweile so ein Steckdosenthermostat für die Heizung. Das heißt, dass wenn es unter 18,5 Grad geht, die Heizung angeht, bis es dann auf 19,5 Grad aufgewärmt ist. Das wollten wir unbedingt haben, weil es in unserem Kellerraum nicht ganz so warm ist. Wir hatten sonst nur 14, 15 Grad. So 18 bis 19 Grad, das ist auf jeden Fall optimal. Und ihr seht schon, das klappt ganz gut. Da seht ihr die Heizung, die haben wir an dem Steckdosenthermostat angeschlossen. Das heißt, sie geht immer an, wenn es unter 18,5 Grad geht, quasi wie ein Frostwächter. Und ganz wichtig davor auf jeden Fall eine Schale mit Wasser, die verdunstet, damit die Luftfeuchtigkeit nicht ausgeht und es trotzdem nicht ganz so trocken wird. Aromatisch, das ist unsere Anzuchterde, kennt ihr sicherlich, haben wir im letzten Video schon angesprochen und darunter wartet auch schon der Professional Grow Mix von Floragard zum Pikieren, aber das dauert ja noch eine Weile. Erstmal jetzt die Anzucht. Hier fangen wir an, das ist die Anzuchterde. Schale voll mit Erde. Seht schon die Struktur sehr dunkel, viele gröbere Stücke dabei und Perlite, Vulkangestein, kennt ihr sicherlich auch. Diese weißen kleinen, was aussieht wie Styroporkugeln, die kommen mit in die Erde und jetzt als erstes fangen wir an mit den Erdbeeren. Sorte Fresca, wird immer oft gefragt, ja, tragen die schon im ersten Jahr? Ja, wir fangen im Januar an mit der Anzucht und tatsächlich im Sommer sind schon die ersten Erdbeeren dran, gerade bei dieser Sorte. Dann haben wir hier so ein altes Nudelholz, womit man Teig ausrollen kann. Das nutzen wir immer, um hier zum Beispiel das Saatgut anzurollen. Erdbeeren, Physalis, so Sachen, die eher an der Oberfläche eigentlich nur angedrückt werden sollen. Und deswegen machen wir damit erstmal einen geraden Boden. Und wenn der Boden dann auch gerade ist, werden wir anschließend die kleinen Erdbeersamen nochmal andrücken. Gar nicht so viel Erde drauf, sondern nur ein bisschen Erde und andrücken, so dass es dann möglichst auch zu einem gleichmäßigen Wachstum kommt. Dass die Pflanzen möglichst gleichmäßig aufgehen, ist auf jeden Fall wichtig. Und so sieht das Erdbeersaatgut aus. Ja, dann kommt das Saatgut einfach leicht verstreut auf die Erde. Ist jetzt nicht super wichtig, denn wir sind auch dafür relativ schnell zu pikieren. Das heißt, wenn die Pflanzen ordentlich aufgegangen sind und ordentlich angewachsen sind, dann haben die auch schon kleine Wurzeln gebildet und man kann die pikieren. Oft kommt bei Erdbeeren nämlich das Problem, ja, meine Erdbeeren sind nur sehr klein und wachsen dann nicht weiter, die ausgesäten. Da müsst ihr wirklich direkt pikieren in nährstoffreichere Erde, zum Beispiel in den Growmix. Und dann wachsen die Erdbeeren auf jeden Fall schnell weiter. So hat es die letzten 2 Jahre bei uns immer geklappt. Zur Beschriftung, da nutzen wir immer noch die Eisstiele. Alles, was wir für die Anzucht nutzen, wisst ihr, findet ihr in der Videobeschreibung hier unterm Video aufgelistet. Da könnt ihr gerne mal reinschauen, da findet ihr all das, was wir für die Jungpflanzenanzucht nutzen. Unter anderem auch diese Eisstiele. Beschriftung, Fresca Erdbeere, die kommt dann hinten in die Anzuchtschale rein. Die Anzuchtschalen, die bewahren wir übrigens jedes Jahr auf, wenn da drin mal was anfällt. Kann man die ja natürlich aufbewahren, muss nicht alles gleich wegschmeißen und die nutzen wir eigentlich jedes Jahr wieder. Die sind schon gebraucht, um ja, darin auszusäen. Erdbeeren, Aussaat schon mal geschafft. Wo bekommt man Pflanztöpfe günstig her? Das ist auch immer oft eine Frage. Am besten auf dem Friedhof zur Pflanzzeit. Dort gibt es die ja massenweise und die sind auch froh, wenn die die nicht entsorgen müssen. Trotzdem würde ich natürlich immer nachfragen, weil es euch nicht gehört. Aber die meisten werden da sicherlich kein Problem mit haben, wenn ihr das Plastik nochmal ja, zu euch holt und recycelt, anstatt dass die es entsorgen müssen. Ja, und hier seht ihr dann die ganzen Sortennummern. Wir haben eine Liste auf unserem Handy. Da rechts unten seht ihr übrigens auch den Temperaturfühler direkt an den Pflanzen dran. Von dem Steckdosenthermostat. Ja, und die Pflanzenbeschriftung, die laufen durch, nummeriert und zu der Nummer haben wir dann den passenden Sortennamen auf dem Handy. Hier könnt ihr das Ganze mal sehen. Das sind auch alle unsere Chili-Sorten von 2 bis 22. Das sind unsere Chili-Sorten und 1, das sind die Erdnüsse. Wir schreiben die Sortennamen ganz einfach aus Zeit- und Platzgründen nicht auf die Eisstiele, denn es ist immer so, wir machen hier einen Jungpflanzenverkauf. Wir haben zum Beispiel von der, nehmen wir mal als Beispiel Criolla Sella, 20 Stück. Da schreiben wir natürlich nicht 20 mal Criolla Sella, sondern zum Beispiel die Nummer auf. So ist es deutlich einfacher. Zum Jungpflanzenverkauf geben wir noch immer die Nummernliste raus und dazu stehen dann die Sortennamen, damit man mal schauen kann.
Kommen wir zu den Physalis und da werde ich oft nach Sorten gefragt. Schönbrunners Gold, dann die Beas Dicke, das sind so Sorten, die man auf jeden Fall kennt. Aber was auf jeden Fall auch dazu gehört, das ist die Dulceria, heißt auf Deutsch die exotische und gibt es bei Kulinaris Saatgut. Hier das gleiche Spiel, auch wieder wichtig, die Erde möglichst glätten, wo ihr die Samen drauf ausstreut, damit die möglichst gleichzeitig keimen. Oft hat man das sonst, dass die in den Ecken landen oder dass da ein bisschen mehr Erde drauf kommt und die deswegen nicht mehr keimen, weil die zu wenig Licht haben. Oder die wachsen einfach auch sehr unterschiedlich und gerade beim Pikieren ist das natürlich blöd, wenn manche noch nicht aufgegangen sind und die ersten schon pikiert werden müssen. Deswegen immer darauf achten, ordentlich Zeit lassen und das Ganze möglichst ordentlich machen. Auch wenn es eigentlich immer das Gleiche ist, Schale mit Erde, Saatgut drauf, bisschen bedecken und angießen, ist es trotzdem wichtig, dass ihr es auf jeden Fall gründlich macht. Gründlich mit Erde bedecken, ordentlich gerade machen und dann natürlich auch angießen. Hier, ich verstreue jetzt auch ein bisschen von der aromatischen Erde da drauf. Jetzt kommt das Nudelholz und das Ganze wieder schön gleichmäßig verteilt, bevor ich das Ganze dann ja, rüberstelle zu den anderen Anzuchten unter die LED-Lampen. Welche LED-Lampen haben wir? Das ist auch immer eine sehr häufig gestellte Frage. Zur Zeit der Anzucht im Januar und Februar kommt die Frage sehr, sehr oft. Deswegen schaut mal in die Videobeschreibung. Auch die Pflanzenlichter, die wir nutzen, sind dort verlinkt. Ja, und bevor es jetzt weitergeht mit der nächsten Anzucht, wird das Ganze natürlich noch wieder beschriftet. Hier seht ihr schon Physalis SG Schönbrunner Gold. Obwohl, da merke ich gerade beim Nachkommentieren, wir haben ja die Dulceria ausgesät. Das sollte ich auf jeden Fall nochmal ändern, damit wir da nicht durcheinander kommen. Also Notiz an mich: Physalis nicht Schönbrunner Gold, sondern Dulceria. Muss ich auf jeden Fall gleich nochmal in den Anzuchtkeller gehen und das ändern. So sieht das Ganze dann von Weitem aus und die ersten Anzuchten sind fertig. Chilis da hinten ganz einfach in die Anzuchtplatte ein Samenkorn rein und beschriften. Und hier könnt ihr auch schon mal sehen, was demnächst noch kommt. Die Topfphysalis, die Tomatillo, Pfefferoni, Aubergine und hinten die Erdnüsse. Da liegt noch einiges an, was in der nächsten Zeit so ausgesät wird. Es gibt auch schon eine eigene Playlist auf meinem Kanal, könnt ihr jetzt oben rechts mal draufklicken. Aussaatvideos von Felix Hobbygarten, da findet ihr eigentlich schon zu sehr vielen Kulturen Aussaatvideos. Zumindest zu Chilis, Erdnuss, Gemüsezwiebeln, da habe ich schon eigene Videos produziert. Wenn euch das Ganze gefallen hat, abonniert mich gerne kostenlos, dann verpasst ihr die nächsten Aussaatvideos nicht. Es geht auf jeden Fall spannend weiter dieses Jahr. Und ja, Licht aus, Anzucht. Geht los und ich wünsche euch viel Spaß beim Gärtnern. Bis demnächst und ciao.